Im Herzen der Pfalz, eingebettet zwischen Felder, Wiesen und Wälder, liegt das kleine Städtchen Oderberg. Sein markantestes Gebäude ist das im 15. Jahrhundert im romanischen Stil erbaute Zisterzienserkloster. Die heutige Abteikirche dient beiden christlichen Konfessionen als Gebetsstätte. Kunstvolle Steinmetzarbeiten sind Merkmale ihrer Außenfassade. An die Erbauer des Klosters sowie die im späten 16. Jahrhundert zugewanderten wallonischen Glaubensflüchtlinge erinnern zwei auf dem Marktplatz in Stein gehauene Reliefs. Sich eng aneinander schmiegende Häuser prägen das Innere des Stadtbildes. Gepflegte Fachwerkhäuser zeugen vom Stolz ihrer Erbauer. Eines der schönsten ist das Blaue Haus. Im alten Stadthaus ist ein Museum untergebracht. Werkzeuge und Kleidung einstiger Berufe und Stände sind darin zu bewundern. Mit der Wiedereröffnung der alten Schmiede wurde eine Tradition zu neuem Leben erweckt. Jeden ersten Samstag im Monat kann die Schmiede besichtigt und den Initiatoren bei der Ausübung ihres Handwerks zugesehen werden. Neben der Anfertigung von Werkzeugen
steht oftmals auch der Hufbeschlag von Pferden auf dem Programm. Drei schöne Zangen machen zum Rüberziehen, dann kannst du das immer wiederholen. Ja. Und dann kannst du die mitnehmen, zum Beispiel hoch, dann kannst du da aufziehen. Während in vergangenen Zeiten die Pferde zur Schmiede gebracht wurden, wird heutzutage der Beschlag auf dem Bauernhof durchgeführt. Zum Hufbeschlag anlässlich des Schmiedegeistes erfolgte die Anfahrt in einem Kutschengespann. Wir fangen da an, wo man vor 20 Jahren aufgehört hat, und zwar mit dem Schlag. Das war nämlich damals, das wissen die meisten hier, die Anwohner, tagtäglich hier Pflicht und Kür. Die Initiatoren, meine Wenigkeit und dann ist Klaus Hartmann, die beiden Schmiedemeister, Michael Volkmann, Gerd Wiese, Thomas Brenner versteckt und Andreas Philippe. Wenn ich Ihnen kurz zu den Pferden noch was sagen kann, das sind Haflinger-Pferde, die auf der Fläche aufsitzen. Dadurch, dass das aufgebrannt ist, ist das eine plane Fläche, wie das Eisen auf dem, glaube ich, letztes Jahr gewonnen ist oder war. Benutzt worden, wird kaum noch zum Arbeiten benutzt. Außer, das heißt also, der Schmied muss zum Pferdebesitzer kommen, beziehungsweise in den Pferdestall.
Die Hufeisen werden als Halbfabrikate, werden die heute fertig geliefert. Das Aufbringen der Eisen erfolgt je nach Beanspruchung der Tiere alle 12 bis 16 Wochen. Wegen der besseren Auflage werden sie zuerst auf den Huf aufgebrannt. Durch den Beschlag wird eine vorzeitige Abnutzung verhindert und die Gelenke vor einer Überbeanspruchung geschützt. Die Arbeitskraft des Pferdes wird dadurch erhalten. Seite.